Montag, 25. November, 16.30 Uhr. Noch liegt der Magdeburger Weihnachtsmarkt im Dunkeln. Eine große Anzahl von Schaulustigen wartete auf die feierliche Eröffnung und die Kinder warteten auf den Weihnachtsmann. Der hatte in seinem Schlitten große Mühe, sich seinen Weg durch die Massen zu bahnen. Dann war es endlich soweit. Ein stimmgewaltiger Countdown gab das Startzeichen für das Einschalten der Beleuchtung. Geöffnet sind die Verkaufsbuden, Glühweinstände und Fahrgeschäfte bis zum 30. Dezember. Montag bis Donnerstag von 11 bis 22 Uhr, freitags und sonnabends bis 23 Uhr sowie sonntags bis 21 Uhr. Am Heiligen Abend und am 25. Dezember bleibt der Magdeburger Weihnachtsmarkt ganztägig geschlossen. Die Preisgestaltung ist im Großen und Ganzen konstant geblieben. Ein einfaches Glas Glühwein kostet 2,50 Euro.